Was soll ich tun? Schaltet das Lagerhaus aus dem Ständefenster Arbeiterschaft frei? Hä? Ja, wie? Hallo? Ich hole gerade ein paar Ressourcen. Ja, dann mach. Und kann es sein, dass mein Holzi so arbeitsbereichtechnisch... Ich meine, wer braucht schon diesen Wald hier? Also den hier, den könnte man noch einmal... Gib ihm, ja. So. Ich bin ja eigentlich kein Fan von so Tiefenunschärfe-Scheiß. Aber hier ist das eigentlich ganz cool. So, schnell raus. Scrollen, wir wollen wieder 60 FPS. Lol. Es wird Zeit für einen neuen PC, Leute. Der Markt. Und habe ich ihn falsch rumgebaut? Wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Fuck. Kann ich ihn drehen? Markt bearbeiten. Verkaufe Beeren auf dem Markt. Ja, Beeren. Aha. Diese Woche wurde nichts verkauft. Dumme Sache. Ihr habt einen neuen Auftrag. Steigert eure... Was? Steigert eure Bevölkerung, indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwohner... der Einwanderung maximiert. Weist all eure Dorfbewohner einen Job zu, habe ich. Erhöht die Zufriedenheit eures Dorfes von... auf 100. Wie? Warten? Okay, ihr habt Trinken, ihr habt... Oh, ihr kauft auch Beeren. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und dadurch steigt die Zufriedenheit? Ernsthaft. Weil ihr Geld ausgeben dürft? Ja, ihr seid mir sympathisch. Tatsache. Auf Bären. Klack. Gleich Hammers. Cool. Kannst du mal kurz oben links auf die drei Köpfe klicken? Einwanderung 0 Tage. Ausbau der Häuser zulassen. Ich glaube, es ist auch so in Foundation, dass die Dorfbewohner sich selber Wohnhäuser bauen. Das kann man gar nicht beeinflussen. Man kann, muss aber irgendwie dann einen Bereich setzen von wegen, hier dürft ihr Wohnhäuser bauen. Irgendwie so ist das. My Village. Hey! Zocker Lounge City. Okay. 100! Was muss ich... Scheiße. Habe ich das jetzt gerade weggedrückt?
kein Auftrag. Mit zwei Durchreisenden entschieden sich zwei, sich in eurem Dorf niederzulassen. Wow. Servus, Leute. Boah, ihr müsst aber... Wo lauft ihr lang? Da lang? Hier müsst ihr hin. Okay. So, können wir jetzt irgendwelche neuen coolen Sachen bauen, die wir bestimmt brauchen? Wie wär's denn? Wie kann ich denn? Wie wäre es denn? Aufforsten? Nee, wir möchten doch erstmal was wegfällen. Sammlerhütte, Speicher, Hammer, Brunnen, Steinbruch, Forsthaus, Sägewerk. Stellt Bretter aus Holz her. Ach nee. Brauchen wir nicht. Zehn Neuankömmlinge, dann können wir eine Kirche bauen. Herrenhaus können wir auch noch nicht bauen. Ja, geil. Und jetzt? Niemand wird auf diesem Land des Herrn wandern. Verboten. Territorium. Wie kann man denn einen neuen Bereich einnehmen? Dieses Land kaufen. 500 Gold hätten wir ja fast. Erhöht die königlichen Steuern um 10. Ja gut. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Ganz ehrlich, so richtigen Plan habe ich gerade nicht. Was? Ihr könnt es nicht aufgeben? Ich will doch gar nichts. Aufgeben. Lol, ich hatte Pause gedrückt und merk's nicht mal. Was wäre ein lohnender Sektor? Hier hätten wir wieder Steine, aber keine Beeren. Hier wäre beides, also wäre es ja eigentlich der hier, den wir einnehmen sollten. Ist der billiger? Okay. Auch egal, ne? Wie geht's euch eigentlich? Wieso kann ich denn die jetzt nicht anklicken? Wenn ich hier auf dem Map bin? Nahrung, Beeren. Und da ist ein Bierkrug. Ich verstehe schon, wo das hinausläuft. Wasser hast du. Oh, du bist schon Level 2. Zufriedenheit top. Den geht's immerhin allen gut. Oh, und da. Nee. Da kommen sie. Alter, bist du zu langsam oder was? Hast du keine Aufgaben mehr? Nö, keine Aufgaben. So, und jetzt haben wir gleich 10 Dorfbewohner und dann können wir die Kirche bauen. Und die ist ja, glaube ich, auch ein wichtiges Bedürfnis. Jetzt. Wohnhaus, Herrenhaus. Eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt eure Bemühungen bei der Gründung eurer Siedlung an. Ich bin nur euer bescheidener Diener. Wird die folgenden Auswirkungen haben? Befördert den ersten Neuankömmling. Mhm.
fördert den ersten neuen Club. Baut ein Herrenhaus. Was ist denn das jetzt hier wieder? Das Herrenhaus darf dann... Sehenswürdigkeit? Wieso? Hat eine Tür? Nein. Vorab kosten keine. Hä? Weist einem Raum im Gebäude Herrenhaus die Funktion große Halle zu. Hauptgebäude. Wird was größer? Ja, wo geht's hier rein? Warte mal, dann setzen wir das irgendwie... Tür. Fang mit einer Tür an. Gebäudeteile. Erweiterung, da brauchen wir noch das da. Die können wir doch dann in die Mitte andocken. Komm schon. So. Cool. Blickt auf kein Stecken, aber cool. So, der Baumeister hat jetzt wieder viel zu tun. Dann können wir eigentlich, du bist jetzt auch, bist du gerade arbeitslos, also bist du auch Baumeister. Und wie war das? Befördert einen Dorfbewohner zum Leibeigenen bis Ende des Monats. Warum ist der Strich hier länger? Ja, sie 72. Ist mal eben auf Twitch gewechselt. Okay. Gut, den heben uns auf. Ich weiß jetzt auch nicht. Steine hast du, Bretter fehlen diesmal. Komm. Aber die müssen wir noch zuhauf haben. Haben wir auch. Stand da gerade. Wir sind übrigens nicht in der Beta. Ich sehe gerade unten rechts steht Alpha-Version. Tatsächlich. Habe ich vorhin Blödsinn erzählt. Ja, aber Leute, vergesst die Tür nicht. Herrenhaus, Kirche, Kaserne und Markt müssen aus einzelnen Teilen gebaut werden. Okay. Diese kann man dann stetig erweitern, um Einfluss zu generieren. Und wenn. Wo, Henny, woher weißt du das schon wieder? Hi Flo übrigens. Keine Aussichtstürme. Ulf, wir arbeiten dran. Dorfkirche. Wird auch noch auf uns zukommen. Schaltet das Lagerhaus aus dem Ständefeste Arbeitsbereich frei? Was?
Was soll ich tun? Schaltet das Lagerhaus aus dem Ständefenster Arbeiterschaft frei? Hä? Was? Stände. Schaltet Lagerhaus frei. Was? Warum? Lagerhaus jetzt verfügbar. Schaltet Vogtbüro frei. Funktionen, die den Gebäudenteilen zugeordnet werden kann. Schaltet Aussichtsturm frei. Okay, okay, okay. Soll ich das tun? Freischalten einer Handelsroute, um Werkzeuge zu erhalten. Handel. Mit Northbury. Handelsroute freischalten mit 20 Bretter. Da muss ich ja das nehmen, ne? Kauf Beeren. Verkauf. Ich möchte aber... Mal davon abgesehen, dass es nicht geht. Ach Gott, Bretter. Jetzt. Ich habe ja nur Holz. Okay, er verkauft mir Werkzeuge und kauft dafür zum Beispiel meine Beeren. Okay. Das heißt, wir müssen auch ein Sägewerk bauen. Und das setzen wir... den Holzfäller. Wieso schafft die Alte nichts? Ich versuche meine Bedürfnisse zu erfüllen. Mein Arbeitsplatz ist voll. Ich glaube, die ist voll. Warum geht hier an meiner Großbaustelle nichts weiter? Ach, Bretter. Okay. Lol. John bringt 20 Holz. Danke, John. Dann müsste ich ja irgendwo einen abziehen. Ne? Da könnten wir ja dann einen Bärensammler abziehen. Da haben wir ja echt viel. Wobei Willy Brandt ja noch arbeitslos ist. Aber Zimmermann vielleicht? Produziert Bretter, ja. Du bist Zimmermann. Mach das. Hi Centurius, grüß dich. Die roten, grünen Kreise beim Setzen der Gebäude haben negativen Einfluss. Ich habe ja noch gar keine Wohngebiete gesetzt, also... Wohngebiet! Lol. Schaut mal, hier wäre... Also ihr könnt von mir aus, habe ich gedacht... Hier mal... Okay... So, wenn ihr Bock habt, euch hier da Häuser bauen. Oh, Alter, wo gehst du hin? Mit deinen Bären. Nee, direkt ein Haus? Mensch.
Warst du selber? Wo bist du hin? Von zwei Durchreisenden entschieden sich null, sich eurem Dorf anzuschließen. Ja, kann ich nachvollziehen. So scheiße läuft's doch gar nicht. Es fehlen wieder Steine. Hammer aber. Ja, komm, erstmal wieder Pläne an. Ihr seid doch sogar zu zweit. Fischer habe ich noch nicht freigeschaltet. Krass. Hier wohnen Harry und Walter. Homo. Was? Sophie bringt 10 Steine. Oh ja, komm, wir könnten, wir werden jetzt mal was tun, was ich eigentlich nicht gerne mache. Wir machen mal die Spielgeschwindigkeit. Dreifach. Warum sind die Videos nur für Subs einsehbar? Weil du subben sollst. Ganz einfach. Oder du guckst auf YouTube. Dreifache Geschwindigkeit und es tut sich trotzdem nichts. Yeah! So. Dann zeig mal her. 1 von 3 Zimmermann zugewiesen. Aus 2 Holz ein Brett. Wie aus 2 Holz ein Brett? Was eine Verschwendung. Ach, da drin. Alter. Der zockt doch. Der Affe, der schafft doch nichts. Vielleicht hat er sich einen Fingernagel abgebrochen oder so. Aber ich habe schon 2 Bretter. Da fehlt bestimmt noch die Animation, ne? Los jetzt. Wie geht's dem Haus? Oh. Schick. Attraktivität niedrig. Also für mich ist das sehr attraktiv, was ihr da gemacht habt im Wald. Hat was. Und da oben wird gleich das nächste gebaut. Und Jane und John. Das passt ja. Was braucht ihr dafür Baumaterial? Holz, normales Holz, okay. Und kommen jetzt endlich Bretter an. Danke. Tür. 2 von 2. Die Tür wird fertig. Ja, das ist doch was. Bisschen langsam alles, von daher wieder Speed geben.
Aber hat was. Boah, ein neuer Dorfbewohner. Geil. Von zwei Durchreisenden hat sich einer entschieden, mit dem anderen nicht mehr zu reisen. Weil halt in meinem Dorf hat das nichts zu tun. So viel bringt zwei Bretter. Und das zweite Haus steht. Nice. Könnte halt echt noch jemand im Sägewerk gebrauchen. Aber jetzt gehen mir auch die Bretter aus, ne? Ich könnte aber... Wir könnten die Steinproduktion ein bisschen runterfahren und dafür noch einen Holzfäller reinstellen. Und dann könnten wir eigentlich einen Baumeister wegtun, weil es nicht keinen Sinn macht. Du bist... Elisabeth, du bist neu, du bist arbeitslos, du gehst... wirst Zimmermann. Prima. Hast dich direkt umgezogen, super. Wie kannst du gerade frei haben? Ich hab dich doch gerade eingestellt. Ja, hä? Jetzt wirst du mitgezogen, ne? Vom Holzfäller hier. Jetzt. Lol, wirst du wirklich? So, Servus, Arbeit, Leute. Da liegen schon ein paar Bretter. Ah, die schafft wenigstens was. Aber Mädle, so wird es nix. Ein neuer Dorfbewohner hat, habe ich das gemerkt. Ja, natürlich, hier ist sie doch. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das zielführend ist, was sie da tut. Große Halle? Und jetzt eure Halle. Die Gesandten werden hier untergebracht. Multipliziert den Prunk der Gebäudeteile um 2. Ermöglicht es euch, die Dorfbewohner zu einem höheren Rang zu befördern. Okay. Du bist... Befördert einen Dorfbewohner zur Leibeigene bis Ende des Monats. Hier steht doch schon alle Schlange. Hier kann ich weiterbauen. Herrenhaus umbenennen. Nee. Sind Bäume eigentlich auch von alleine nach? Ohne Förster? Kann das sein? Ja, egal. Auf jeden Fall, wie geht das jetzt? Stände, Militärverwaltung, Territorium, okay, Haus, Haushalt. Einnahmen 9, Einnahmen 135. Alles cool soweit, ne? Handel. Oh, Handel können wir jetzt auch starten. Aufgabe abgeschlossen. Oh, was stand da? Wie kann ich das wieder... freien Landstrich. Einen freien Landstrich? Also ich krieg einen umsonst? Tatsächlich. Einige Mineralvorkommen wurden in der Nähe entdeckt. Was? Oh, eine Höhle?
Ist aber voll weit weg. Errichtet eure erste Handelsroute. Baut ein Lagerhaus. Hab ich doch schon.